In the final stage of World War I, the German fleet was ordered to leave the harbours for battle. The soldiers on the warships in Wilhelmshaven and Kiel, however, refused to obey this order. Their ringleaders were arrested. This led to a rebellion by Navy and Army soldiers in the city of Kiel, where the bulk of the Navy was concentrated. Shipyard workers joined the rebellion. This episode of local history was adopted by a group of 7 unemployed young people, trained by the artist Shaheen Charmi, as one of 4 possible topics in a project commissioned by the Council of Schleswig-Holstein's capital city. The aim of this project, which was part of a youth unemployment scheme, was to redesign the facades of a number of municipal buildings. After a long and controversial public discussion, the city council chose an air raid shelter to be painted with the picture War and Revolution, which illustrates the rise and fall of the Weimar Republic with the portraits of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht among a number of symbols. Among the objectors to the picture were the Monopoly local newspaper, people living in the area surrounding the shelter, and representatives of the Christian Democratic Party in the city council, who would have preferred something positive instead of socialist realism. Social Democrats and the Green Party, on the other hand, favored Charmi's and his colleagues' idea. Über Nachbesserungsversuche der Künstler, das Werk an und für sich, sowie den Schlichtungsvorschlag einer großen Regionalzeitung berichtet Jörg Knickring. Seit die Kieler Projektgruppe Fassadengestaltung mit ihrem Entwurf für die Bemalung eines ehemaligen Kriegsbunkers in den Parteienstreit geraten ist, hört sie bei der Arbeit Andreas Doraus Lied von der Demokratie, sozusagen zur Wiedererstarkung ihres Glaubens an die The picture was completed in the autumn of 1989. In July 1989, the regional TV station featured the controversy, rather ironically showing the group in attempts to fit something positive, like peace signs, addition signs, flowers and the like, into their picture. Verschönte ihre Soldatenbilder mit bunten Friedenszeichen. Thomas Benecke, früher Lackierer, malte das positive Bild an und für sich. Die Gruppe weiß nur noch nicht, wo sie diesen Kopf in ihrem Geschichtsbild unterbringen soll. Shaheen Charmi, Künstler und Leiter der Projektgruppe Fassadengestaltung, verschönte die ermordete Rosa Luxemburg mit den Schleswig-Holstein-Farben. Reinhard Südel, gelernter Malermeister, ließ seine Soldatenköpfe fast ganz hinter bunten Blüten verschwinden. Heike Mantai arbeitete früher als Restauratorin. Sie zauberte aus jeweils 2 Polizeihelmen schöne rote Herzen. Und der ehemalige Bauschlosser Ralf Priese verschießt ab sofort aus seinen Kanonenrohren nur noch grüne, 4-blättrige Glücksbringer. Und das ist der umstrittene Entwurf, den Shaheen Charmi und seine aus dem Arbeitsbeschaffungsmaßnahmentopf finanzierten Gehilfen auf den Weltkrieg II Bunker malen sollen, wenn der von der CDU angezettelte Politstreit nicht länger dauert. This is the picture Shaheen Charmi and his fellow painters are supposed to paint on the shelter. It illustrates German history from the demonstrations of revolutionary soldiers and workers, a portrait of Rosa Luxemburg,
the flowering and withering of the Weimar Republic, to the arms race leading to World War II. And a portrait of the Social Democrat Gustav Noske, who gave the order to shoot at the revolutionaries. In dem diplomatischen Vorschlag einer großen norddeutschen Tageszeitung, die Bunker unbemalt zu lassen, sieht die Projektgruppe ein Plädoyer für die Erhaltung von Werbeflächen. Und auf den CDU-Vorwurf, sie hätten sozialistischen Realismus à la Moskau produziert, reagiert sie so. Being asked whether their picture was an example of socialist realism, the group's reaction is unambiguous. Highlights from a public meeting of the local city district council in July 1989. In den vorherigen Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, habe ich immer wieder gehört, auch vom Künstler, dass diese Bemalung des Bunkers doch sehr gartenbezogen sein soll. Ich sehe keine gartenbezogenen Dinge auf diesen Bildern, sei es auf dem Bunker oder auf dem Bunker. First speaker denies any connection between the painting and local history, complains about details and calls the picture an example of Marxist subculture. Zurückzukommen. Ich habe noch nie solche Matrosen mit solcher Mütze gesehen. Das sieht mir eher aus wie maoistische Mützen. Dieses Bild entspricht eher meiner Meinung nach einer marxistischen ideologischen Subkultur und ist für Garten nicht geeignet. Also ich bin kein Kieler, ich bin hier zugelaufen vor 24 Jahren und habe mich sehr viel und lese sehr viel und habe mich sehr viel auch mit dem Thema 1919 befasst. Und Garten kommt da sehr vielen drin vor. Man ist nachzulesen, dass die Bergarbeiter sich die Waffen aus der Pickett-Kaserne geholt haben, dass an der Gablonsbrücke zusammengeschossen wurden. Das ist nachlesbar, Herr Hansen. Garten war mit Second speaker opposes this point of view and points to the revolutionary events in 1918 and their representation in the painting. Third speaker agrees and mentions the German difficulties when it comes to dealing with their revolution. Auf der Werft, und ich habe also da zum Beispiel eine Maschine entdeckt, eine richtige Antriebsmaschine. Ich kann mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Künstler das auch sieht, aber ich sehe zum Beispiel in diesem Schnittmodell, das scheint ja also durchaus ein Teil von einem U-Boot zu sein. Ich kann also die Kanonenrohre entdecken als Produkt der Germania-Werft. Ich weiß, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Kieler Revolution, im Gegensatz zu den Franzosen, die ganz stolz sind auf ihre Revolution, ihre demokratische Revolution, die feiern das immer, und jetzt haben sie gerade 200 Jahre, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, wir haben ja auch 70 Jahre, das liegt eben daran, dass wir nicht so lange Demokratie geben konnten. Deshalb haben wir so die Schwierigkeiten mit der Revolution, und deshalb kann man sich auch so schwer damit identifizieren, das sehe ich wohl ein. Aber ich kann mir vorstellen, dass also die meisten Leute, die Rosa Luxemburg, sehr wohl als eine Vertreterin des demokratischen Sozialismus zu der damaligen Zeit zu verstehen ist und dass es akzeptiert wird, dass wir also, dass die Menschen, die dort abgewählt sind, nämlich die Arbeiter und Matrosen, die Guten, die Schlechten, ich
kenne die ja auch nicht. Ich habe das ja auch immer auf Fotos gesehen. Aber wie gut du das jetzt auch immer sein magst. Aber verstehen tun die Bevölkerung das ganz bestimmt. Dass diese Frau für die eine Hoffnung war, weil die die Schnauze voll hatten von dem Krieg und von dem ganzen Kram, den sie erlebt hatten. Und wir können ja nicht abstreiten, dass Gaza mal so ausgesehen hat. Das heißt, mit den toten Menschen dort, mit den zerstörten Häusern dort. Das können wir ja nicht abstreiten. Wir können nicht abstreiten, dass die Matrosen und die Arbeiter unter roten Fahnen durch die gegangen sind. Wir können auch nicht abstreiten, dass es diese Produktion hier gegeben hat und gibt. Wir können auch nicht abstreiten, dass diese Menschen dort, die dort an der linken Seite dargestellt sind, dass die hier nicht waren. Die sind hier. Von daher, man ist dieses für mich also eine sehr gute Darstellung der Verhältnisse hier. Und als Kieler meine ich, sollten wir wirklich, finde ich, wenn das hier an dem Hofer steht, stolz drauf sein, dass wir so eine Umsetzung hier anbringen lassen. Was finde ich. Ich bin da sehr mit einverstanden. The discussion then centers around the revolutionary events in Kiel. All participants agree that the painting is an adequate design for an air raid shelter. Und zum Zweiten sollte es hier an diese Gegend passen. Und ich habe das Gefühl, das Bild tut es, auch wenn es ein bisschen finster auf mich wirkt. Ich würde schon als Gärtner sorgen, der ich in diesem Bunker auch oft genug gesessen und geweint habe als Kind. Das passt darauf auf diesen Bunker. Und da ist die gesamte Geschichte Kiels und ein ganzes Stück Garten mit den Werften hat dazu beigetragen. Ich würde immer für dieses Bild plädieren. I am perfectly happy with the painting. To me, it will always be a pleasure watching it. So, Sie sind ja nun Anwohner hier dieser Straße. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was Sie zu dieser Bunkerbemalung sagen. Diese Bunkerbemalung finde ich sehr schön und sehr nett und ich muss sagen, ich bin hell begeistert dafür und hoffentlich bleibt das so. An enthusiastic supporter of the painting who wants it to stay undamaged. Und es stört Sie nicht, dass, wenn Sie von Ihrem Fenster, können Sie auf den Bunker gucken? Ja, und es stört Sie nicht, dass das so groß und bedrückend vielleicht. Nein, ist. Nein, durchaus nicht. Im Gegenteil. Es ist etwas, mal etwas anderes, mal was Neues. Es war und wirklich, es ist hier irgendetwas entstanden, wo man sagen könnte, wirklich gelungen, ein gelungenes Werk. Hoffentlich bleibt das mal so. Sie sind ja nun Anwohnerin und wohnen genau gegenüber von dem Bunker. Und ich würde gerne wissen, wie das so auf Sie wirkt. Ja, künstlerisch wirkt das sehr schön. Also das haben die sehr gut gemacht. Ja. Die leben richtig, die Figuren. Nicht? Aber motivmäßig ist das nicht so meine Masche. Da möchte ich doch lieber. A woman who thinks the painting is technically okay, but would have preferred a picture of a sailing boat or a tree. Oder sowas vorgezogen. Ich kann nur sagen, dass ich das als gut empfinde und sauber gemacht ist. Nicht? Und das ist eben mal die deutsche Vergangenheit. Nicht? Da können wir nicht umrum. Nicht? Oder auch Kieler Vergangenheit. Nicht? Ich möchte jetzt gerne mal wissen von Ihnen, wie diese Bunkerbemalung auf Sie wirkt. Someone who finds the painted shelter more vivid than it was in its previous state. Sie empfinden das nicht als Bedrohung so, dass das bemalt worden ist? Nee, finde ich nicht, im Gegenteil sogar. Also, wenn ich mir sowas andere angucke, nur diesen Backstein, mag ich nicht leiden. So, ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Bunkerbemalung finden, wie die Bunkerbemalung auf Sie wirkt. Die wirkt auf mich pompös, nicht wahr? Also, das ist fantastisch. Ist doch etwas gegen den Krieg, nicht wahr? Und der Mann telling us that the Germans must cope with the fact that they have begun several wars. 20 Millionen gestorben oder 40, ich weiß nicht genau, aber die Deutschen, nicht wahr, fangen immer Krieg an, nicht wahr? Nicht die Jungen, aber die Alten, die Politiker, nicht wahr? So, ich möchte gerne von dir wissen, wie du die Bemalung des Bunkers findest. Gut. Was findest du gut daran? So, dass man weiß, dass man Krieg geworden ist und dass man das nie wieder machen soll.
dass man nie wieder Krieg machen Children soll. Children who Gut. see the picture as a justified warning ja? against zu war. Nee, leider nicht. Zu Hause leider nicht. Ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie die Bemalung des Bunkers finden. Also ich bin der Meinung, das erinnert zu viel an diese schreckliche Zeit. Die Älteren werden immer wieder daran erinnert. Und für die Jugend, finde ich, eh, es ist ein Ansporn. Ja. Denn gerade die jungen Leute, die sind ja begeistert, wollen ihr Held sein, Mann zeigen. Also ich finde nicht, dass da was mit... Finden nicht. Nee. Nee. Female members of the Green Party feel harassed. The female members of the Green Group in the City Council of Kiel call two large, naked, headless female bodies in the painting War and Revolution, discriminating and harassing. Their representation seems to them comparable to the use of women in advertising and the media. They want the issue to be discussed at the next meeting of the City Council, after public discussion. From the public meeting of the local City District Council in July 1989. The Greens in the council refuse any painting on the front of the shelter. As a symbol of war, the shelter ought to disappear completely. We therefore ask the authorities to order its demolition. The courageous work, War and Revolution, should be painted on some other municipal building instead. Green women feel harassed. As a member of the Green Party in the District Council, I must say that I like both paintings very much. I fully support everything Mr. Sharmi said tonight. Green Party. Front of shelter discriminates against women. We cannot tolerate the shelter. As a symbol of war, to be painted with an admittedly wonderful picture. All shelters should be completely demolished. After almost a year, Green Party, this painting is hostile to women. The nude must disappear. Tomorrow, the revolution will rise up rattling and announce to the sound of trombones, I was, I am, I shall be.